Ja, am Rand. Fisch nehmen Sie aus. Wetter ist hart fürs Training. Ja, jetzt nachts geht's, glaube ich, aber ja, die Luft steht hier ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wir haben halt eine hohe Luftfeuchtigkeit, das merkt man jetzt ein bisschen an meinem körperlichen und an meinem Gesicht. Wie sind die ersten Stunden auf der Asien-Tour? Konntet ihr schon so ein ganz klein bisschen was von Bangkok mitnehmen oder Hotel Trainingsplatz? Nee, also ein paar, jetzt, ich war vorhin mit Kari, mit Julian und mit Niki das Trikot vorstellen, da sind wir mit so Tuk-Tuk gefahren, also ein bisschen, ein paar Nebenstraßen konnten wir sehen. Wir sind ja eigentlich mehr oder weniger am Herzen, habe ich mir sagen lassen, und dementsprechend ja, ist es ein bisschen schwer, ja, hier viel Kulturelles zu sehen, aber am Ende sind wir ja auch ein Stück weit zum Fußballspielen hier, haben morgen, glaube ich, ein wichtiges Testspiel, und da ist alles andere an zweiter Stelle. Wie sehen Sie sich selbst aktuell in der Mannschaft? Welchen Stellenwert würden Sie sich in dieser Mannschaft geben? Wo sehen Sie auch Ihre Aufgabe vielleicht für die kommende Saison? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich sicherlich ein bisschen was tun wird dieses Jahr. Wir haben jetzt ein paar Jungs ja auch verloren, oder da sind die Verträge ausgelaufen. Markus nicht mehr da, Mats nicht mehr da. Das waren nicht nur wichtige Spieler, es waren auch wichtige Charaktere bei uns in der Mannschaft. Und klar, diese freien Positionen müssen wir jetzt besetzen. Ich glaube, da bin ich aber sicher, dass wir da auch ein, zwei Jungs haben, die das bekleiden können. Und für mich ist, ja, kann ich eigentlich nur das wiederholen, was ich dir oder euch in der Vorbereitung letzten Jahres gesagt habe. Das Vorjahr toppen, noch besser sein als vorher und natürlich mit der Mannschaft jetzt auch wachsen. Ich glaube, es ist ein kleiner Umbruch, fand jetzt schon statt. Der Sommer war nicht gerade ruhig, und dementsprechend wird da jetzt auch noch ja, eine Menge passieren, sich eine Menge ändern, und da möchte ich ein Teil der Mannschaft einfach sein, sich da auch noch ein bisschen, ja, verbessern und wachsen einfach. Aber ich bin jetzt auch noch nicht, weil ich habe auch noch ein paar Jahre vor mir, sagen wir es mal so. Ich muss sagen, ich finde Sie am Wort gehalten. Zwischen August und jetzt eine riesen Entwicklung gemacht, gerade auch was Defensivverhalten angeht, war ja auch immer mal ein Thema. Merken Sie das selber, dass Sie vielleicht der komplettere Julian Brandt sind? Ja, man lernt halt mit den Jahren auch ein bisschen dazu. Ich glaube, klar, es gibt immer, oder es gab und es wird auch immer kritische Stimmen auch geben. Das ist normal und so muss das auch sein, gerade wenn wir einen Anspruch haben, ja, ganz oben dabei zu sein. Aber nichtsdestotrotz, klar, ich bin selbst mein größter Kritiker. Ich versuche mich weiterzuentwickeln, nicht nur am Platz, sondern auch neben dem Platz, klar, auch charakterlich, und dementsprechend, ja, sehe ich das auch als Chance dieses Jahr, dass wir jetzt die Situation so haben, wie wir sie haben, mit ein, zwei Führungsspielern weniger in dieser Saison. Da sehe ich mich selber natürlich auch in der Pflicht, aber das erwartet noch Nuri von mir. Ja, genau, das gab es ja schon ein Gespräch. Haben Sie da schon? Wir reden viel miteinander, also jetzt, es muss ja nicht immer ein Vier-Augen-Gespräch sein, wo man sich irgendwo in einem Raum sitzt und dann eine halbe Stunde quatscht, sondern wir interagieren ja immer miteinander, haben immer mal wieder Themen, wo wir miteinander quatschen, ob es jetzt auf dem Platz ist oder neben dem Platz. Was er von mir will, ist relativ klar so, und das habe ich gerade ein Stück weit angeführt, und das habe ich jetzt umzusetzen. Hat ja aufgehört, deswegen ist Nuri Sahin da. Wie hast du das aufgenommen, und hat dich das auch überrascht zu dieser Zeit? Ja, ich glaube, das hat viele überrascht von uns. Ich glaube nicht, dass jetzt die meisten damit gerechnet haben, ich auch nicht. Ich respektiere aber die Entscheidung und schaue natürlich aber auch nach vorne. Ich freue mich sehr auf Nuri, ich halte sehr viel von Nuri. Ich finde, das Trainerteam macht einen guten Eindruck. Lukas Piszczek kenne ich jetzt schon seit längerem, da mache ich mir gar keine Gedanken. Und dementsprechend, ja, war ich überrascht, auf jeden Fall. Aber im Fußball, und das ist ja leider das Gute, aber manchmal auch das Schlechte, das ist so schnelllebig, dass es halt eigentlich nur eine Richtung geht, und das ist halt nach vorne gucken. Also viel in der Vergangenheit können wir leider jetzt nicht verweilen, auch wenn wir, glaube ich, Edin Terzic einen großen Dank gegenüber haben. In der Saison laufen Sie ja mit der Rücknummer 10 auf. Beflügelt Sie sowas? Sie haben ja schon gesagt, das ist so ein bisschen was Mystisches. Oder erhöht es auch so ein bisschen den eigenen Druck, den man sich da macht, weil man mehr im Fokus ist? Oder ist es dann doch einfach nur eine Rückennummer? Ja, ich glaube, wenn sich eine Rückennummer ändert, dann zeigt das, dass man, glaube ich, in der Saison was vorhat. Das habe ich jetzt anhand meines Rückens nochmal unterstrichen. Aber das eine ist, dass ich glaube, dieses Mystische, also ich fühle das tatsächlich noch. Für mich ist das tatsächlich was Besonderes. Ob es jetzt heutzutage
immer noch so der Fall ist, das weiß ich nicht, das ist bei den einen so und bei den anderen so. Und nichtsdestotrotz, ja, alle meine Spieler, die ich früher ja mehr oder weniger verehrt habe oder zu denen ich hochgeschaut habe, haben diese Nummer getragen. Dementsprechend gibt es da schon einen Verbindungspunkt auch. Ist die Nummer aber angefragt oder ist jemand auf dich zugekommen, hat gesagt, das Trikot ist frei und wir würden dich gern drin sehen? Ja, es war eher so ein Miteinander. Also es gab mal die Situation, dass die Nummer frei wurde, nachdem Mario Götze gegangen ist. Und da ist es aber am Ende dazu nicht gekommen. Und dann gab es ja den einen oder anderen Spieler, der jetzt dazwischen noch die Nummer hatte. Und jetzt war sie dadurch, dass Jaden dann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu uns kommen kann, war die Nummer frei. Und ich glaube, wir haben die Chance jetzt genutzt. Ich habe sie genutzt, ein bisschen mit Kelly zusammen oder mit dem Verein zusammen. Und ich freue mich drauf. Also es gibt ein, zwei mystische Zahlen. Ich glaube, dass die 7, die 10, die 11, das sind so 11 sowieso bei Dortmund. Deswegen, wie gesagt, haben wir das Thema Nummer jetzt, glaube ich, auch abgehakt. Ich will nochmal kurz zur Position auf dem Feld kommen. Hat Rudi da schon mal angedeutet, wo er sie dann sieht? Auf der 10? Kommen wir wieder zurück. Es kommt auch immer ein Stück weit an, gegen wen du spielst. Ne? Also ich finde es immer, und ich glaube, da will ich aber Nuri nicht das Wort vorwegnehmen, aber das ist meine Einschätzung, dass man variabel auch sein kann, dass man ab und an mit zwei Achtern spielt, dass man vielleicht mal mit zwei Sechsern spielt und einem Zehner, dass man vielleicht aber auch mal mit zwei Zehnern spielt und zwei. Also es ist so vielseitig, was er in seinem Kopf hat, dass wir am Ende gar nicht so die, oder zumindest jetzt ich in meinem Fall, die eine Position habe, sondern dass es auch ein bisschen darum geht, wo sehen unsere Chancen gegen Gegner wie Leverkusen, wie Bayern, gegen Stuttgart, Leipzig, aber auch gegen Bochum oder Heidenheim. Und ich glaube, das ist sehr schwer, sich auf eine Formation jetzt festzulegen und dann zu sagen, genau diese Position bekleidest du jetzt ein ganzes Jahr lang. Hast du dir vor so einer Saison nochmal spezielle Ziele, die dich motivieren? Ich nehme mal zum Beispiel jetzt Nationalmannschaft, gibt es natürlich auch demnächst wieder einen Umbruch. Ist das ein Ziel, da wieder Teil von zu sein oder ist das zu weit gedacht aktuell? Nö, ich strebe nach dem Maximum. Das habe ich immer gemacht und das werde ich auch diese Saison machen. Also es gab sicherlich Situationen oder Saisons, wo wir über Ziele geredet haben und wir gesagt haben, wir möchten Bundesliga gewinnen, DFB-Pokal gewinnen und in der Champions League am besten ins Finale kommen, so, wo es Momente gab, wo jeder sagt, ja, Champions League-Finale ist unwahrscheinlich. Und man sieht aber, wie schnell ja viele Dinge aber auch, oder wie schnell du dich in manchen Situationen ja wieder vorfinden kannst. So. Und dementsprechend, ich strebe nach allem mit diesem Verein, ich strebe für mich selbst nach allem und da gehört die Nationalmannschaft natürlich auch mit dazu. Ihr habt vorne jetzt einen neuen Stürmer, Ciro Garcia. Hattest du schon zu ihm Kontakt und wie siehst du seine Verpflichtung? Er hat dreimal gegen euch getroffen in der vergangenen Saison. Kann er euch helfen? Der hat viele Tore geschossen letzte Saison und das erhoffen sich, glaube ich, alle, dass er das wiederholen kann. Ich habe nicht so viel Kontakt jetzt mit ihm. Ich habe ihn jetzt ein, zwei Mal gesehen, weil er dann jetzt nicht die ganze Zeit in Dortmund war. Aber ja, ich glaube, dass er unsere Variabilität auch erweitern wird einfach. Ne? Wir haben jetzt sehr, sehr viele Spieler mit, finde ich, sehr, sehr vielen interessanten Profilen. Und Nuris Aufgabe ist ja am Ende daraus, eine Mannschaft zu formen, die funktioniert. Und da mache ich mir bei ihm überhaupt keine Gedanken. Und ich glaube, da haben wir mit Ciro Garcia unter der Voraussetzung, dass er dann wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, glaube ich, alle Möglichkeiten. So, und ich freue mich auf die Nationalspieler, die nächste Woche beziehungsweise zum Trainingslager dann wiederkommen und dementsprechend glaube ich, dass das Niveau jetzt nur nach oben geht. Julian, ich habe Sie gestern am Flughafen gesehen, ganz viele Autogramme geschrieben, an jeden, der eins haben wollte, in Holzwicke da auch. Ist das so ein bisschen, fühlen Sie da auch so eine gewisse Verantwortung, eine Verpflichtung als Profi bei solchen Veranstaltungen dann auch fast jedem Fanwunsch gerecht zu werden? Ja, das ist schwierig, das ist manchmal, jeden einzelnen Wunsch immer zu erfüllen, ist manchmal fast unmöglich, aber klar, man muss gerade, wenn es jetzt wieder in eine neue Saison geht, gerade wenn man jetzt wieder irgendwie auch zum Ende der Saison einen kleinen Misserfolg hatte, wo was für die einen auch länger dauert, das zu verkraften, ist es, glaube ich, auch gut, einfach wieder den Menschen Vorfreude auf die neue Saison zu machen. Und das ist zumindest momentan so das Mindeste, was ich tun kann. Da gibt es auch viele andere, die da viel schreiben und ich glaube jetzt hier, was hier in Asien ja auch los ist, da merkt man ja auch, wie groß einfach dieser Verein ist. Ich meine, wir haben jetzt Thailand, ich bin gespannt auf Japan, was da noch los sein wird. Das ist ja manchmal gar nicht so bewusst und dementsprechend, ja, ist es, wenn es vor allem Kinder freut, dann ist das eine Genugtuung. Du hattest vorhin kurz auch das Trainerteam angesprochen.
Welchen Einfluss nehmen denn Nuris Assistenten auf euch? Gibt es da eine klare Aufgabenteilung? Vielleicht kannst du dich mal kurz abholen, wie das funktioniert mit den dreien. Boah, ich glaube, da muss der Nuri am besten fragen, aber jeder ist auf jeden Fall maximal involviert. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr das jetzt von hier draußen dann mithört, aber egal, ob es Eto ist, Fizz, Joao, die sind alle mit dabei, sind drin, sind mit Herzblut dabei. Ich glaube, das merkt man und es geht einfach auch viel um Details bei uns. Das ist das, worauf wir uns gerade in den letzten 9, 10, 11 Tagen sehr konzentriert haben. Und da braucht auch Nuri dann am Ende die Unterstützung von dem Team, was er mitgebracht hat. Aber das läuft alles. Also wir haben bislang hoffentlich sie gut aufgenommen, sie fühlen sich wohl und die Arbeit ist sehr angenehm mit ihnen. Vorletzte Saison hast du mal in der Mix gesagt, vorletzte Saison, ja. Gemerkt, du hast immer das Gefühl, dass jemand die Kastanien aus dem Feuer holen kann. Letzte Saison in der Bundesliga hatte ich nicht immer den Eindruck, in der Bundesliga wurde gemerkt. Wie kann man sowas wieder in die Mannschaft implementieren? Kastanien aus dem Feuer? Ja, wie habe ich das gemeint? Selbst wenn es schlecht läuft, ist immer jemand da, der das gut herumreißt. Da konnte ich auf jeden Fall drauf fallen. Also individuelle Klasse, ja, genau, als Beispiel. Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Ich glaube, dass wir letztes Jahr, und das haben wir uns ja oft nachsagen lassen, auch zu Recht oft, dass wir es gerade in der Bundesliga ja nicht besonders guten Fußball gespielt haben. Er war international, fand ich ihn erfolgreich und gut. National haben wir ja ein bisschen was liegen lassen. Und ich glaube, wenn wir es hinkriegen, die Saison ein Konstrukt zu sein, ein Kollektiv zu sein, wo du am Ende... wo jeder weiß, was er macht, dann kommen die individuellen Qualitäten automatisch. Wir haben ja, das meine ich ja, wir haben ja eine Bandbreite an Spielern. Wir haben mit Jamie theoretisch einen Individualisten, wir haben mit Juju einen jungen, sehr jungen Individualisten. Wir haben so viele Spieler, glaube ich, und davon bin ich mittlerweile überzeugt, die ganz viele momentan gar nicht auf dem Schirm haben, die sich diese Saison extrem entwickeln können und wo wir am Ende vielleicht über Namen reden, auch die jetzt schon im Verein sind, über die wir vielleicht in den letzten 2, 3 Monaten noch gar nicht so intensiv gesprochen haben. Wen denkst du? Ja, Jamie ist für mich einer. Klar, es gibt die neuen Spieler jetzt, ne, zu denen ich jetzt aber, weil ich mit ihnen jetzt selber noch nicht viel trainiert habe, jetzt gar nicht so viel sagen kann, aber ich glaube, dass ein Felix Metscher in ihm extremes Potenzial schlummert. Ich glaube an einen Niki Süle, dass ein extremes Potenzial schlummert. Ich glaube auch an einen Ben Zebaini. Also es sind alles Jungs, die können das alles. So, und manchmal braucht man auch, gerade im Falle von Rami zum Beispiel, ein bisschen Anlaufzeit. Ich glaube, dass wir da auch die ein oder anderen Neuzugänge intern haben werden in dieser Saison.